Für den heutigen Tag wurden für 5 Uhr Wecken und für 6 Uhr Frühstück angesetzt. Das Frühstück ist etwas spartanischer als das Abendessen, aber es ist genügend da. Marlies hat sich nach eindringlichen Warnungen des Bergführers und unruhiger Nacht zur Umkehr entschlossen, denn nur hier ist das noch unkompliziert möglich. Abmarsch ist eigentlich für 7 Uhr angesetzt und so bereiten wir uns darauf vor. Aber der Blick nach draußen verheißt nichts Gutes. Es regnet in Strömen. Aus diesem Grunde wird der Start erstmal um eine Stunde verschoben. Infolgedessen sitzen wir den jungen Frauen, die für Ordnung sorgen wollen, erstmal vor dem Wischlappen herum. Manche liegen auch herum. Die Servicemannschaft gönnt sich auch erstmal das Frühstück. Stefan blickt immer wieder unruhig zum Fenster hinaus. Aber nicht nur wir scharren mit den Hufen. Gegen 9 Uhr hat es leidlich aufgehört zu regnen. Und so rüsten wir zum Abmarsch. Die heutige Route führt kräftig bergan bis zum Col Supérieur du Tour auf rund 3300 Metern Höhe. Und an diesem Pass verläuft auch die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz. Danach geht's über eine weite Gletscherebene, das Plateau du Trient, bis zur Trienthütte. Wie schon erwähnt, geht es kräftig bergan, und zwar zunächst über Schotterhalden bis zum Rande des Gletschers. Dort angekommen werden die Steigeisen angelegt, weil die Bergschuhe auf dem Eis nicht mehr genügend Halt bieten. Ein Ausrutscher neben einer Spalte könnte verhängnisvoll sein. Der Gletscher ist nämlich ziemlich stark zerklüftet, aber das ist einstweilen noch weit von unserem Weg entfernt. Wenn die Gletscher nicht mehr von einer Schneedecke überzogen sind, dann kann man die Spalten gut erkennen und deshalb ist momentan noch kein Anseilen erforderlich. Unangenehm wird es, wenn man mit Steigeisen über diese Schotterhalden laufen muss. Wenn diese nur schmal sind, dann lohnt es sich nämlich nicht, die Steigeisen abzuschnallen. Als das Gelände steiler und die Spalten häufiger werden, hält es Stefan doch für angebracht, am Seil weiterzugehen.
Hier nun eine kleine Zwangspause, denn es hat wieder angefangen zu regnen und da erscheint es doch zweckmäßig, die Regenschutzhülle über den Rucksack zu ziehen. Servus. Wir haben den Pass fast erreicht, zu dem wir nun noch ein paar Dutzend Meter über dieses Blockgestein hinaufklettern müssen. Auf der anderen Seite geht es dann angeseilt über die weite Gletscherebene, leider im strömenden Regen und bei sehr schlechter Sicht. Dass Anseilen wirklich wichtig ist, bekomme ich auch einmal zu spüren, als ich mit einem Bein plötzlich bis zum Schritt einkrache und das andere Bein mit leicht überdehntem Knie noch oben hängt. Nach rund anderthalb Stunden haben wir den Gletscher hinter uns gelassen und rechts oben erkennt man noch den Pass, über welchen wir gekommen sind. Das letzte Stück zur Hütte geht es nochmal über Felsbrocken, aber dafür können wir die Steigeisen schon ablegen. Bei unserer Ankunft in der Hütte sind wir komplett durchnässt, von außen und von innen. Deshalb werden als erstes die Sachen komplett ausgezogen und gegen trockene getauscht. Immerhin gibt es einen beheizten Trockenraum, so dass wir die Klamotten sehr wahrscheinlich wieder trocken bekommen. Mit den Schuhen sieht's da schon schlechter aus, was sich bei mir dann auch noch rächen sollte. Nachdem wir die Sachen gewechselt haben, gibt's erstmal heißen Tee zum Aufwärmen und natürlich auch gegen den Durst. Auch wenn es in Strömen geregnet hat und durchaus kalt war, so schwitzt man doch eine ganze Menge Flüssigkeit aus. Der Blick aus dem Fenster zeigt noch einmal, von wo wir heute gekommen sind. Am Nachmittag wird das Wetter etwas freundlicher. Und so raffe ich mich dazu auf, noch die kleine Felsspitze hinter der Hütte zu erklimmen. Es ist aber nicht nur der Fotografen-Ehrgeiz, der mich hier hinauftreibt, sondern auch die Sorge um meine liebe Frau, die ich zurücklassen musste. In der Hütte ist es zwar möglich, das Handy aufzuladen, aber um ein Netz zu haben, muss man noch ein Stück höher hinaufsteigen. Schließlich möchte ich ja herausfinden, ob meine Frau den Abstieg wohlbehalten überstanden hat. Einige nutzen die momentane Sonne und den Wind, um ihre Sachen draußen zu trocknen. Dort ist auch Holz gestapelt, welches zum Heizen, auch des Trockenraumes, verwendet wird. Und auf den Felsen rundherum hocken einige Fabelwesen. Was uns der Künstler mit dieser vollbusigen Echse sagen will, müssen Sie allerdings selbst herausfinden. Etwas später setzt wieder heftiger Regen ein, aber man kann das auch positiv sehen. Was heute herunterkommt, kann morgen nicht mehr herunterkommen. Und so sucht sich ein jeder seinen Zeitvertreib. Bis es dann Abendbrot gibt. Gegen 21 Uhr noch eine sehr schöne Lichtstimmung draußen und dann geht's ins Bett.
denn für den nächsten Morgen ist Abmarsch auf 7 Uhr angesetzt. Immerhin sieht das Wetter deutlich besser aus als am Vortage. Auch die Sachen sind einigermaßen trocken geworden, nur die Schuhe sind noch ziemlich nass. Zunächst müssen wir über die Felsen wieder bis zum Gletscher hinabsteigen. Dort die Steigeisen anlegen und dann geht's im Gänsemarsch los. Der heutige Tag verläuft in zwei Etappen. Die erste Etappe führt von der Trienthütte über den Orny-Gletscher hinunter nach Champé. Von dort geht es dann ein Stück mit dem Taxi weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Zunächst reichen für die Überquerung des Gletschers die Steigeisen aus. Aber als die Spalten dann häufiger und größer werden, und vor allem vom Schnee überdeckt sind, hält es Stefan für geboten, uns an die Leine zu nehmen. Wer sich den Gletscher als harmlos glatte Eisfläche vorstellt, der unterliegt einem Irrtum. Zwar greifen die Steigeisen gut auf dem Eis, aber man weiß nie vorher, nach welcher Seite man umknickt. Nach Überwindung des zerklüfteten Abschnittes werden wir dann wieder losgebunden. Seitlich, etwas höher, ist die Orny-Hütte zu erkennen, in der man auch hätte übernachten können. Nach rund 2 Stunden erreichen wir zwar nicht das Ende des Gletschers, aber immerhin eine Stelle, wo wir auf die seitliche Moräne ausweichen können. Die Steigeisen können abgeschnallt und für heute verpackt werden. Ob es sich über das Schotterfeld nun besser läuft, darüber lässt sich gar trefflich streiten. Nach Überwindung des Schotterfeldes marschieren wir im Grünen, aber auch dort kommen noch einige haarige Stellen.
Nach weiteren 2 Stunden haben wir es bis zur Seilbahnstation geschafft und gehen nun zum gemütlichen Teil über. Sobald die Sicht frei ist, erkennt man erst, was einem durch die Seilbahn erspart bleibt. Mit der Seilbahn fährt man eine gute Viertelstunde abwärts. Zu Fuß würde es bestimmt 1,5 Stunden dauern. Champey ist ein kleines Bergdörfchen, welches heute überwiegend aus Hotels und Ferienhäusern besteht. Jedenfalls nach meinem Eindruck. Es liegt in einem Tal, dessen Sohle aber auch noch auf rund 1500 Metern Höhe liegt. Unten angekommen geht's zu Fuß bis zur Ortsmitte weiter und dort gönnen wir uns die Mittagspause. Ich ergreife inzwischen die Gelegenheit, meinen viel zu schweren Rucksack von unnötigem Ballast wie Waschzeug, Rasierzeug und weiteren Dingen zu befreien. Etwas später werde ich bemerken, dass es in der Eile doch einige verkehrte Dinge waren und für 55 Franken Porto hätte ich das Ganze auch fast wegwerfen und neu kaufen können. Gegen 13 Uhr taucht das Taxi auf, indem wir nun 1 Stunde bis nach Mauvoisin fahren. Auf den letzten Kilometern muss ich das Auto kräftig hochschrauben und unterwegs sieht man zahlreiche wasserwirtschaftliche Anlagen. Zum Schluss geht's noch durch einen Tunnel, der uns oben auf der Staumauer wieder ausspuckt. Wer die alten James-Bond-Filme gesehen hat, dem wird diese Staumauer bekannt vorkommen. Von hier aus haben wir noch etwa 15 Kilometer Fußmarsch vor uns, von dem der erste Kilometer durch die Unterwelt neben dem Stausee führt.
Marvin setzt das Gerücht in die Welt, dass die nächste Hütte etwa auf Stausee-Level liegen würde, was zumindest für Entspannung sorgt, bis zur Feststellung des Gegenteils. Der Stausee wird gespeist von vielen kleinen Quellen und einigen beachtlichen Wasserfällen. Obwohl die Energie, die hier drin steckt, schon gut genutzt wird, verpufft immer noch eine ganze Menge. Und wenn man sich überlegt, wer das Wasser eigentlich dort hinaufgeschafft hat, dann bekommt man eine kleine Vorstellung davon, welche Energiemenge die Sonne über viele Millionen Kilometer anliefert. Eine letzte Verschnaufpause, bevor sich Marvins Gerücht in Luft auflöst und wir noch rund 500 Meter bis zur Hütte hinaufsteigen müssen. Nach Ankunft und Schlafgelegenheit klarmachen, wird noch der Weg des folgenden Tages präzisiert. Und nach dem Abendessen werden schnell noch die großen und kleinen Probleme dieser Welt besprochen.